PJ Masks! Riesengecko! Bitte komm, Greg, hier ist Connor. Ende! Wo ist noch mein Walkie-Talkie hin? Ja! Eklig! Bitte komm, Greg! Oh, da ist es ja. Danke, Lionel. Hey, Connor! Oh, warte. Ich meine, hab verstanden. Over. Hey, Greg, was machst du gerade? Zimmer aufräumen. Hier ist ein Riesenchaos. Und meine Mutter lässt mich morgen erst auf die Parade, wenn ich aufgeräumt habe. Die Parade wird der Hammer. Du freust dich sicher schon auf den Eidechsenwagen. Ja, den mag ich am liebsten. Dann räum jetzt lieber mal auf. Ich fahr mit Amaya ins Hauptquartier. Falls Nachtschurken versuchen, uns die Parade zu vermiesen. Ihr fahrt ins Hauptquartier ohne mich? Niemals! Was wird aus deinem Zimmer? Keine Sorge, das Chaos räume ich nachher auf. Und ich brauche noch meine Kamera für die Parade. Sie muss im Hauptquartier liegen. Ich kann sie hier nirgendwo finden. Okay, PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Chaoten? Gecko, hier herrscht genauso ein Chaos wie in deinem Zimmer. Du hast uns doch versprochen, hier aufzuräumen. Richtig, das wollte ich auch noch machen. Später. Hier ist Romeos Schniefopuff und hier sein Verkleinerer. Du solltest sie doch an einen sicheren Ort bringen. Ja, ich weiß, aber... Ist schon gut. Wir passen auf die Parade auf, während du hier aufräumst. Und spiel bloß nicht mit Romeos Apparaten herum. Alles klar. Aber es ist doch kein Spielen, wenn ich den Verkleinerer benutze, um aufzuräumen. Ich bin Romy und sobald ich mein Zimmer aufgeräumt habe, übernehme ich die Weltherrschaft. Ich frage mich, wozu dieser Knopf hier ist. Au! Schlitternde Schlange! Der ist ja auch zum Supervergrößern! Abgefahren! Hallo Leute! Hä? Gecko, wer hat dir das angetan? Es könnte vielleicht sein, dass mich Romeos Verkleinerer erwischt hat. Aber umgekehrt, jetzt bin ich groß! Keine Sorge, wir kriegen dich schon wieder auf Normalgröße. Nein, es ist echt cool, ein Riesengecko zu sein! Ich zeig's jedem, der unsere Parade stören will! Ich bin riesig! Oh oh, Ärger auf dem Paradenplatz. Luna Girl, zum Katzenflitzer. Ein Schritt für Gecko, ein Riesensprung für den supergroßen Geckosaurus. Diese Parade wird mir gehören, Motten. Wir klauen diese Festwagen und machen mich zur Paradenkönigin. Und jetzt bejubelt meine Mondschönheit. Yeah! Flatternde Federn! Was ist da los? Ich bringe euch super schnell zum Paradenplatz! Was? Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer! Der dich dran hindert, die Festwagen zu klauen. Vor allem den mit der Echse. Das ist mein Liebster. Niemals. Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf. Schnappt ihn euch, Motten. Boom. Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen. Komm her, Mondbord. Morten, holt die anderen Festwagen und folgt mir. Macht
schon, hebt sie hoch, strengt eure Fühler mehr an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufweckt und gesehen wird. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Warte, ich auch. Und meiner ist groß. Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste, wenn ich sie nur ein bisschen größer mache. Passen Luna Girl und die Motten perfekt da rein. Oh nein! Oh ja! Schnell, Gecko, schrumpf sie. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen. Vorsicht! Der große PJ Mask hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Moment! Wer braucht schon ein Mondboard, wenn er eine Supermotte hat? Dieser Supervergrößerer gehört mir! Nur mir! So, und jetzt kriege ich alle Festwagen. Ich brauche nur noch mehr Riesenmotten. Haha! Und noch eine Kleinigkeit. Man sieht sich, Eidechsen-Exli. Oh, jetzt bist du nur noch ein klitzekleines Exchen. Was machen wir denn jetzt? Holt euch den Vergrößerer und macht mich wieder groß. Nein, Gecko. Zuerst müssen wir das Chaos beseitigen, das du angerichtet hast. Na gut. Eulette, lass dich von den Motten jagen, bis wir den Supervergrößerer wieder haben. Flieg dann mit ihnen an Gecko vorbei, dann schrumpft er sie. Das macht ihr gut, ihr Riesenmotten. Hey, Motten, ich wette, ihr fangt mich nicht. Was? Nein, komm zurück. Super Katzentempo. Den nehme ich. Danke. Und vergiss nicht, Gecko, wenn Eulette mit den Motten vorbeigeflogen kommt, schrumpfst du sie. Alles klar, Catboy. Cool, ich sehe mal nach Luna Girl. Wow. Hey, mir ist gerade eingefallen, wie wir Catboys Plan noch besser machen. Hä? Nicht schon wieder. Ja! Alles in Ordnung, Gecko? Ja. Ich hab gewonnen, ihr Pyjama-Plagegeister. Jetzt gehört die Parade mir, nur mir. Wir müssen die Motten schrumpfen. Das ist unsere einzige Chance. Aber ich hab den Supervergrößerer wieder verloren. Da ist er. Und was machen wir jetzt? Das ist alles meine Schuld. Tut mir leid, dass ich mein Chaos nicht aufgeräumt habe. Ich hab's! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Kra, kra, kra! Sei vorsichtig, Gecko! Tu ja nichts, was sie aufregen könnte! Oh, aber genau das habe ich vor zu tun! Komm her, Vögelchen, mein kleines Vögelchen! Ja! Kra, kra, kra! Catboy, wir müssen Luna Girl einholen! Gut gemacht, Gecko! Oh, oh! Hier hätte ich auch aufräumen sollen! Super Gecko-Muskel! Oh, du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen. Catboy und Eulette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Nicht alle Festwagen, aber deinen Lieblingsfestwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondboard! Jetzt haben wir dich, Luna Girl. Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft.
Hm? Super, Gecko-Muskel! Gut gemacht, Gecko. Aber wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Okay, kein Supervergrößerer mehr. Ich bringe ihn ins Hauptquartier zurück und beseitige dort meine Unordnung. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Boah, hier sieht's ja toll aus, Greg. Hat ewig gedauert, aber jetzt ist alles aufgeräumt und ich bin bereit für die Parade. Oh, oh. Entdeckung! Oh, Lionel hat meine Kamera gefunden. Eulette, die Meisterpilotin. Ich freue mich schon so auf die Looping-Flugschau heute. Die haben da einen Heißluftballon und ganz viele altmodische Flugzeuge, die durch die Luft fliegen. Genau wie ich. Hey, wo sind denn die Flugzeuge? Keine Ahnung. Gestern Abend standen sie noch flugbereit hier, aber heute Morgen waren sie weg. Es tut uns sehr leid. Die Veranstaltung wird abgesagt. Das ist ja furchtbar. Wer klaut denn so viele Flugzeuge? Hier drüben. Schaut euch die kleinen Fußabdrücke an. Die stammen von den Ninjalinos. Nachtninja hat einen großen Fehler gemacht. Niemand überflügelt mich auf einer PJ Masks-Mission. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette. Ja! Greg wird zu... Echo! Ja! Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Gleiter. Flugzeuge sollten an der Looping-Flugschau teilnehmen, Nachtninja. Wozu denn das? Es kann sie doch niemand so gut fliegen wie ich. Fangt mich, wenn ihr könnt. Keine Sorge, PJ Masks. Selbst mit geschlossenen Augen fliege ich besser als diese Ninjas. Euren Gleiter Turbo! Ich verwirre sie mit den Lichtstrahlen, damit sie landen müssen. Gib Acht, Eulette. Nachtninja führt immer etwas ganz Gemeines im Schilde. Er hat doch keine Chance gegen eine fantastische Pilotin wie mich. Flugmanöver 77, jetzt! Aber... Was? Klebegreifer aktivieren! Nein! Eulette! Was ist da los? Keine Ahnung! Ich komme hier nicht vom Fleck! Jetzt nehmen wir unser Spatzenhirn und ihre Freunde auf einen wilden Ritt mit. Los geht's! Wow. Schlange, stopp! Wie meinen, mein schuppiger Freund? Hast du Absturz gesagt? Gut, wie du willst. Zieh die Klebegreifer wieder ab. Und wieder ein Fluggerät außer Betrieb. Jetzt fehlen nur noch ein paar und dann bin ich der Einzige und der beste Pilot am Himmel. Viel besser als du, Spatzenhirn. Was meint er damit, dass er der einzige Pilot am Himmel ist? Vielleicht will er auch den Heißluftballon von der Flugschau klauen und alles andere in der Stadt, das fliegen kann. Eulette, verfolge ihn. Aber
Der Eulengleiter ist kaputt. Du brauchst den Eulengleiter nicht. Du kannst auch ohne ihn gut fliegen. Ich kann nicht. Wie meinst du das? Ich meine, er ist zu gut. Ich kann nicht so gut fliegen wie er. Was? Du kannst hervorragend fliegen. Dass er den Eulengleiter zerstört hat, ist doch nicht deine Schuld. Ja, und wir helfen dir. Wir bringen den Eulengleiter ins Hauptquartier zurück und dann machen wir einen Ausflug ins Museum. Hey, das war gar nicht so schwer. Wie gut, dass dieses alte Flugzeug noch im Museum stand. Cool, hä? Puh. Ihr macht das hervorragend. Ihr werdet Nachtninja schon fangen. Aber du bist doch der PJ-Flugexperte. Also tun wir, was du sagst. Was ich sage? Aber... Da sind sie. Sie werden sich den Heißluftballon mit den Klebegreifern schnappen. Okay, Eulette. Wie fliegen wir, um sie aufzuhalten? Was sollen wir tun? Nachtninja darf uns nicht noch ein Fluggerät wegnehmen. Okay, keine Sorge. Wir versuchen es. Los, PJ Masks! Was? Halt an! Ich weiß nicht wie! Das war der absolute Brüller. Leider kann ich nicht bleiben. Ich muss wegfliegen. Was war denn los, Eulette? Wir hätten dich da oben gebraucht. Es tut mir leid. Nachtninja und die Ninjalinos sind so gut. Habt ihr ihre Manöver nicht gesehen? Sie sind nicht so gut wie du. Und wir können auch nicht so gut fliegen. Du musst uns helfen. Das schaffst du, Eulette. Ganz sicher. Na gut. Eulenaugen! Sie haben das Raumschiffmodell aus dem Museum geklaut. Nachtninja darf so etwas nicht machen. Also, wie lautet der Plan? Vielleicht könnten wir... Wir könnten? Nein, das klappt nicht. Ist schon gut. Wir überlegen uns unterwegs was. Catboy eilt zur Rettung! Versuch's ja! Wo sind sie? Da! Wir haben ihn verloren. Er ist so gut im Abdrehen und Abtauchen und in allem. Ich kann da nicht mithalten. Warte! Wo willst du hin? Zum Hauptquartier. Ohne mich seid ihr besser dran. Nein, sind wir nicht. Wir brauchen dich. Du bist die beste Fliegerin, die wir kennen. Wir glauben an dich. Na, wenigstens ihr. Nur du kannst uns das Fliegen beibringen. Wenn du es nicht tust, dann stoppt sich Nachtninja jedes Fluggefährt in dieser Stadt. Huh? Habt ihr mich vermisst, PJ Masks? Es wird Zeit, noch ein Fluggerät zu klauen. Okay, Eulette, sie kommen direkt auf uns zu. Vielleicht sollten wir uns hinter dem Hauptquartier verstecken und einen Überraschungsangriff starten. Na gut, dann folgt mir. Sie kommen nicht. Oh nein, komm zurück! Der kaputte Eulengleiter muss wohl im Hauptquartier sein. Während diesem Pyjama-Federvieh schwindlig wird, reißen wir das Hauptquartier ein und zerschmettern den Eulengleiter für immer! Catboy, nach links! Oh nein, ich meinte nach rechts! Eulette, du bist fantastisch geflogen. Danke. Das war unglaublich, Eulette. Aber jetzt müssen wir Nachtninja aufhalten. Und du bist die Einzige, die wirklich fliegen kann. Du hast es gerade bewiesen. Ihr habt recht. Er kann zwar ganz gut fliegen, aber jetzt werde ich ihm zeigen, worum es beim Fliegen wirklich geht. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Denk schnell nach, Eulette. Sie hängen am Hauptquartier fest. Und das bedeutet... Zieht! Ja! Catboy, auf mein Kommando! Nase hoch,
Fertig? Zieht! Na endlich! Seid ihr gekommen, um euren kleinen Turm einstürzen zu sehen? Nicht, solange ich fliegen kann. Catboy, behalte Nerven und Flügel unter Kontrolle und folge mir! Wenn ich sage runter, drückst du den Hebel fest nach vorn. Runter! Schnappt sie euch! Und jetzt hoch und quer! Spiral, hoch nach rechts! Fangt sie, Ninjalinos! Jetzt müssen wir die Flugzeuge erwischen. Gecko, wir brauchen deine Superstärke. Catboy, folge mir. Kommt näher und bleibt ruhig. Super Gecko Muskel. Bereit zur Landung, fliegender Catboy? Bereit, Captain Oilette. Nächstes Mal kriege ich euch, ihr Pyjama-Plagegeister. Ihr werdet schon sehen. Jetzt holt mich hier runter, Ninjalinos! Cooles Chamäleon, das war super! Du bist die beste Pilotin aller Zeiten! Wahrscheinlich ist es so. Leute, schaut mal! Da sind all die anderen Fluggeräte! Und wir haben noch genug Zeit, sie vor morgen früh zurückzustellen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! War nicht übel, aber wenn ich fliegen würde, würde ich einen Looping machen und dann eine gedrehte Häschenhüpferdrehung, wie diese hier. Miau, 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 miau.